Wie werden möchte den 75 Jahren am Ende des Zweiten Weltkriegs eine so eine Ausstellung, die sich mit dem Thema beschäftigt, gerade zu Peiting? Und gerade zu Peiting ist es sicherlich ein wichtiger Moment für das heute zu machen, weil wir ja aber Chance hatten, als erste Gemeinde, als erste Lokalität Peiting, von Alliiert den 9. September 1944 befreit zu gehen. Wir feiern auch immer den 9. September. Wir erinnern uns an den Moment, an den wichtigen Moment für das Lützburger Land. Wir gedenken auch an all denen, die am Zweiten Weltkrieg gelitten haben. Und darüber hinaus auch besonders den Hyman Josephson, den ersten amerikanischen Soldaten, den um das Territorium von der Peitinger Gemeinde für die Befreiung vom Lützburger Land gefallen ist. Wir meinen aber auch, dass es wichtig ist, dass wir eine Ausstellung möchten für als Jungleute. Als Jungleute, die sicher eine Chance haben, Gott sei Dank Chance haben, während Jahrzehnten am Anfang ohne Krieg zu leben, eigentlich die schwere Zeit nie mehr erlebt haben, für die Neigung zu erinnern, besonders in einer Zeit, wo der Rechtsextremismus immer mehr stärkt, für die Neigung zu erinnern, wie wichtig ist das für die Freiheit, für den Frieden, an unserem Land, wie darüber hinaus auch an Europa, sich anzusetzen, dafür auch auf die deutsche Zeit zurückzuweisen, wie in einigen Daten vorzuweisen, was zwischen 40 und 44 geschieht ist. Und dafür ist es wichtig, dass wir diese Ausstellung machen, und dafür ist es wichtig, dass wir besonders mit unserer Jugend, mit den Schulklassen aus den Lyceen, mit dem ewigen Zirkel vom Fundamental, hier in diese Ausstellung an die nächsten Wochen werden kommen, für Ihnen dazu weisen, eine Ausstellung, die sicherlich bestmöglich von 39 bis Liberation kann weisen, was an unserem Land und darüber hinaus in Europa geschieht ist. Und dafür bleibt es mir zum Schluss ein großes Merci zu sagen. Ein großes Merci zu sagen, besonders an Dr. Nadine Geisler, an den Herrn Jean Greiz und Madame Anouk Schilz. Sie haben fantastisch ehrlich gemacht an den letzten Jahren. Sie haben wirklich eine einmalige Ausstellung auf B gesetzt, sie haben es konzipiert, sie haben es auch realisiert. Und da sind enorm viele Stunden drauf gegangen. Und ich muss sagen, als jede Freundin heute durchgeht, gesagt, was für ein formidable habe ich auch Recherchen, historische Recherchen gemacht, um für diese Ausstellungen können zu realisieren. Ein großes Merci, und ich werde das dazu noch können heute Abend suchen, durch die Nationale Sekurgrunde Herr Charlotte, die Regierung, aber auch allen Sponsoren für die finanzielle Unterstützung, die sie als zukommen gelassen haben. Ein großes Merci aber auch an den Komitee des Souvenirs von der Gemeinde Peiting, mit seinen Mitarbeitern, der Präsident. Sie haben nicht allein, wir haben eine ganze Reihe lokaler Vereine, werden hier mit unterstützen, und dafür auch Ihnen ein großes Merci für das Engagement von unserem Eintritt von dieser Ausstellung gemacht. Und erwarten Sie auch noch an den nächsten Monaten machen werden. Es ist wichtig, dass die heutigen Generationen, die keinen direkten Bezug mehr haben zum Zweiten Weltkrieg oder wo höchstens noch der Boba oder die Boma aus zweiter Hand zu zählen wissen, sich können auf eine visuelle Art und Weise mit dem Thema Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen. Die Ausstellung ist aufgebaut auf 5 Kapiteln. Es geht um 1939 mit den Jahrhundertfeierlichkeiten von der Unabhängigkeit. Es geht um den 10. Mai, den Überfall von der Wehrmacht, die Okkupation, die 4 Jahre Nazi-Regime, Befreiung durch die Alliierten, die Ardennen-Offensive und die Nachkriegszeit. Wir haben viele Originaldokumente und Fotos aus der Zeit, die wir aber teilweise mit moderner Technik weisen. Zum Beispiel Touchscreenen, wo wir am Fotosalbum von Damian Kratzenberg blättern, oder die Plankucke von der amerikanischen Armee, die Bewegung von der Front zwischen dem 6. Juni 1944 und dem 10. September 1944 weisen. Die Ausstellung soll aber auch zum Nachdenken anregen. Aber besonders die letzte Panel ist auch gedacht, für das Visiteure und hauptsächlich Schulklassen sich mit der Thematik vom Rechtsextremismus von heute auseinandersetzen. Ich will vielleicht zu diesem Zeitpunkt der Gemeinde Peiting ganz groß Lob aussprechen.
für die Kultur, die Erinnerungskultur, die heimänglich durch die Kommission, durch die Gemenge, aber auch durch die Aktivitäten von der Kommission Souvenir über all die Jahre bestanden haben, das ist eigentlich extrem wichtig an den Zeiten, wo wir heute dran leben. Wir brauchen nicht mehr ein Radio abzumachen oder Tele. Und dann hören wir Varietäten, die auch heute noch einfach Lesungen proposieren. Und die, soll ich sagen, riskieren halt demokratisch gestellte Regime zu kippen, Terror, Hass und Gewalt, der Krieg eben nur sich zu zeigen. Dafür ist es für uns enorm wichtig, für uns selbstverständlich, wie wir gefragt haben, eine Hand mal dünn zu packen, dass wir das hier machen. Für viele Leute aus Freiheit, aus Frieden haut eine Selbstverständlichkeit gehen, weil sie kennen es nicht ernst. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Generationen vor uns stets einen ganz, ganz hohen Preis bezahlt haben, für das wir heute so in Frieden und in Freiheit können leben. Und gerade dafür müssen wir die Erinnerung an die Periode von Misere, Leid, Trauer, Gewalt und Brutalität müssen wir die wirklich halten. Und die Leute, die ihren Ansatz gegen den Totalitarismus und die Unmenschlichkeit, das mit ihrem Leben oder mit ihrer Gesundheit bezahlt tun, sie wird als Resistenzler, als Zwangsrekrutierten, als Opfer von der Shoah oder als engagiert Bürger, man sollen sie alle Guten nie vergessen. Was wir aber auch sollen machen, dass unsere Operen, unsere Kanner, hei von der Schwätzen, ob Peting kommen die nächsten Wochen, die Ausstellung gucken. Und nicht nur gucken, mehr auch drüber schwätzen. Und die Ausstellung hei verbannen mit der Aktualität, die wir so haut hören, wo wir eben hören, dass Rätz, Extremismus und Populismus nicht salonsfähig ist. Kommt hei hin, so deren Operen, Bekannte, Freunde, so sollen Mathekanner hei hinkommen. Wir müssen das heute thematisieren, weil wir hätten ja für ein paar Jahre noch nicht geduscht, dass es nicht möglich wäre, dass man es gegen irgendwie spüren, dass die Leute nicht gegen verschiedene Sachen ignorieren. Aber wie das so? Und dafür soll man dagegen kämpfen. Aufklärung ist der beste Kampf. Und dafür kann ich proposieren, dass wir alle gut mit unseren Kanälen hinkommen, für das zu gucken.